Jo Leute, Mac 2. Ich bin gerade frisch aus dem Kino. Und ich muss sagen, ja, Jason Statham, der kann einfach alles. Der kann Wahnsinn. Ich kann das hier kaum in Worte fassen. Jetzt kommt erstmal meine Bewertung. Meine Bewertung ist jetzt schon mal vorangekündigt, bevor das Video erst losgeht. Von vier Haifischen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier denn nachher nochmal irgendwo einblende oder so. Von 10. Ja? Viel mehr ist es leider nicht geworden. Ja? So wie im ersten Teil. Der erste Teil ist von 2018. Also 5 Jahre hat man halt quasi auf eine Fortsetzung gewartet. Ja, hätte man das jetzt fortführen müssen? Ja. So einige Sachen haben mich jetzt so ein bisschen so an Trash-Sachen von Octopus und Shark erinnert, so ein bisschen. Ne? Also so ein bisschen, was muss ich euch spoilern? Es hat was mit, ja, mit Dinosauriern zu tun und dem großen Mac quasi. Werdet ihr quasi schon in den Anfangsminuten schon von dem Trailer schon gespoilert, weil der Trailer schon da anfängt, wo der Film auch wirklich anfängt. Hier muss man sagen, warum schneidet man sowas zusammen als Trailer? Finde ich nicht gut. Und einen Trailer von 3 Minuten, man muss keinen 3-Minuten-Trailer davon sehen von Mac. Ich glaube, dann habt ihr schon wirklich alles gesehen. Finde ich ein bisschen schade. Hier habt ihr auch wirklich wieder Unterwasseraufnahmen. Hier die Tiefe, Mac 2, die Tiefe. Finde ich so ein bisschen irreführend bei diesem Film, weil so wirklich Tiefgang hat der Film nicht lange. Aber man muss schon sagen, die ersten Minuten und die ersten Stunden oder die Stunde zieht sich so ein bisschen. Also man hätte hier durchaus, der Regisseur hätte aus diesem Film wesentlich mehr rausholen können, storytechnisch. Ja, man bekommt hier auch die großen Haie bekommt man ja, diese Barracuda-Haie sehen gut aus für die 3D-Effekte, waren es vielleicht ein bisschen besser. Ich war jetzt nur in der 2D-Version gewesen. War für mich eigentlich auch ganz gut. Ja, in den ersten Minuten, ich denke wohl mal so 20, 20, 25 Minuten, bekommt ihr auch euren ersten Jumpscare. Da habe ich mich teilweise erschreckt, weil ich darauf nicht vorbereitet war. Wo sie dann halt so in der Tiefe sind und nicht mehr quasi auftauchen können, weil böse Mächte im quasi da so sind. Ich möchte euch da nicht so viel unterhalten, außer dass Jason Statham auf dem Grund des Ozeans natürlich ohne Anzug und ohne sämtliche natürlich sich so rausschwimmen kann und da was zu betätigen, das kann Jason Statham natürlich, ne? Und er wird nicht so zusammengepresst und so, ne? Also das ist lächerlich halt quasi, ne? Aber das ist halt so. Das wollen wir Zuschauer halt einfach sehen. Wir wollen einfach lächerliche Scheiße sehen. Bekommt ihr in dem Film? Hat mich gut unterhalten. Ja, auf Popcorn habe ich denn natürlich drauf verzichtet. Auf jeden Fall hatten wir einen Megaspaß. Ja, also Logik, wer hier Logik in dem Film wirklich sucht, der sucht hier wirklich vergebens. Hirn ausschalten, 10%. Mehr braucht ihr nicht. Eine Tüte voll Spaß, ein paar Freunde, ein Bierabend. Ich denke wohl mal, dass der Release in 2, 3 Monaten auch kommen wird. Also da wird der Film definitiv schon früh auf Scheibe sein. Eine Pressevorführung hat man hier ja vergebens gefunden, weil der Film halt, glaube ich, nicht so gut bei der Presse angekommen ist. Also auch die ja, so prozentual hat der erste Film ja auch nicht so sehr viel eingespielt. Wenn der Film jetzt so das einspielt, was der Film gekostet hat, kann der Regisseur schon froh sein.
Ja, Positives sowie auch Negatives. Die Storystränge waren immer so ein bisschen, na, es hat sich gezogen. Also die restliche halbe Stunde, da passiert denn noch ordentlich was, ne? Also da bekommt ihr denn noch drei Sharks zu sehen und ihr bekommt auch noch einen Oktopus zu sehen und ihr bekommt hier auch recht viel Blut für eine 12er-Freigabe, wirklich. Also vier Haie. Von 10 kriegt er von mir und ja, wenn ihr Bock habt, ins Kino zu gehen, geht ins Kino, lasst euch berieseln. Der Film läuft jetzt, ja, eine Woche läuft er schon und ja, mit 6 Leuten im Kino. Es war okay und ja, ne, viel mehr kann ich jetzt darüber auch nicht sagen.